Ja, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute bin ich oder sind wir zu dritt, also nicht nur einen Experten, sondern wir sind zu dritt und unterhalten uns über ein Thema, was für mich vor ein paar Jahren eigentlich kein Thema gewesen wäre. Es geht um Emotionen, also das, was kleine Kinder haben, wenn sie weinen oder so, aber ansonsten Emotionen. Eine Frau ist manchmal sehr emotional, also, aber ansonsten konnte ich da nicht viel anfangen. Seit etwa 2 Jahren haben wir in der Akademie den Trend, uns auch um den mentalen Bereich, also ums Popöchen zu kümmern. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auf den Kollegen Franz Sperlich gestoßen und der hatte dann im Gepäck den Herrn Christoph Theile, der Chef einer Agentur ist, die sich mit diesem Popöchen ganz intensiv beschäftigt. Herzlich willkommen zum Gespräch und vielleicht stellt ihr euch beide ein bisschen vor. Super, vielen Dank. Dankeschön. Bitte. Ja, ich bin tatsächlich als Arzt tätig und niedergelassen in der Nähe von Bremen. Ich komme allerdings ursprünglich aus dem Bereich der Neurowissenschaften. Ich habe mich also mit diesem Organ hier sehr intensiv beschäftigt. Und mein Steckenpferd war immer da die Aufmerksamkeit. Insofern hat das auch meinen medizinischen Werdegang und mein tägliches Tun stark geprägt. Also ich stehe immer auf dem Standpunkt dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Dahin geht die Reise. Das ist neurowissenschaftlich tatsächlich so. Und wenn ich jetzt wissen will, wie ich diese Aufmerksamkeit lenke, dann hat sich über die Zeit ergeben, dass ich das nicht rational tue, sondern dass das eine hochemotionale Situation ist. Und deswegen habe ich schon sehr früh das Gefühl gehabt, also das, was man so in der allgemeinen Medizin sagt, therapeutische Distanz und alles sehr sachlich etc., gerade wie das bei uns in Deutschland so ist mit der Medizin, das funktioniert nicht besonders gut, vor allem nicht in der Langzeitbegleitung. Und das Thema Emotionen wurde für mich da immer wichtiger und dann habe ich zum Glück Christoph kennengelernt, der sich da schon vorher intensiv mit beschäftigt hat. Und mein Eindruck ist, seitdem wir da zusammen dran sind, hat das nochmal ein neues Level erreicht. Aber erzähl doch mal, Christoph, wie du zum Thema Emotionen gekommen bist. Kommst du noch aus einer ganz anderen Ecke? Ja, das stimmt. Christoph Theil, ich bin Leiter eines Führungskräfteinstituts, Recruiting Leadership Institute. Und ich bin Wirtschaftsmathematiker und habe das Thema Emotionen zum Beispiel gebracht. Das ist ja schon erstmal so eine Sache, die wirklich ungewöhnlich ist. Wo kommt das her? Also ich als Kind oder als junger Erwachsener war ich schon immer so ein Mensch, der total auf Harmonie stand. Ich habe immer versucht, alles auszugleichen und allen irgendwie, dass es allen gut geht. Irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich dafür sorge, dass es allen gut geht, dann habe ich eine Person vergessen, nämlich mich selbst. Und dann gerade im Bereich Führung, ich war in großen Unternehmen tätig und dann habe ich am Ende die Menschen bewundert, die auch sehr klar sind und sich auch sehr stark positionieren können und das nicht tun. Und dann habe ich irgendwann auf den Weg gemacht, wie geht das? Wie kriegt man das eigentlich hin? Und auf diesem langen Weg, erst über Stärkenorientierung, was sind wirklich die Stärken, was ist das, was wir wirklich gut können, bin ich auf das Thema Emotionen gestoßen. Das ist mittlerweile ungefähr 10 Jahre her. Und habe geguckt, wo stehen wir denn da eigentlich mit dem Thema Emotionen? Vor 10 Jahren, da bin ich genau bei dem Intro, was der Professor Spitz gerade gemacht hat, Popöchen, genau, das war kein Thema. Und es gab auch wirklich nicht viel. Es gibt so ein paar Dinge, aber dass man sagen kann, Emotionen in dem Umfeld, wo ich bin, das ist überhaupt nicht angesagt. Und ich habe mich nicht beirren lassen und habe dann angefangen, da wirklich zu forschen, habe ganz wirklich viele, viele Dinge erlebt und auch entdeckt und dann mit Franz auch so eine Partnerschaft gebildet, sodass wir sagen, aus diesen beiden Seiten, aus dem Thema Gesundheit, was können wir für die Menschen auch auf dieser Ebene tun? Und das Thema auch seelische Gesundheit. Wie komme ich in schwierigen Situationen mit Konflikten einfach so gut klar, dass diese Fähigkeit, die ich da damals so bewundert habe, irgendwann auch ganz natürlich ist und keine Anstrengung mehr. Und daraus sind dann ganz viele Dinge entstanden, über die wir heute natürlich total gerne reden wollen. Und wir freuen uns einfach total, wir beide in diesem Interview jetzt zusammen. Professor Spitz. Ist ja auch schon eine wichtige Emotion. Also wir freuen uns. Also zumindest hier in Hamburg, genau, ist die Freude ausgebrochen. Definitiv, genau. Ich beteilige mich an dieser Vorfreude. Und die Vorfreude ist ja nun offensichtlich doppelt groß, weil wir in der Akademie ja schon lange Zeit unterwegs sind. Wir wollen Wissen vermitteln.
Und wenn wir hier einen Bereich haben, der doch relativ neu ist und von daher nicht so sehr bekannt ist, dann ist es also gut, dass wir dieses Wissen vermitteln. Aber wir haben halt festgestellt, dass Wissen alleine nicht reicht oder Wissen umzusetzen manchmal extrem schwierig ist. Und offensichtlich haben Sie ja einen Weg gefunden, dieses Wissen auch noch im Alltag zu nutzen und umzusetzen. Das ist natürlich doppelt interessant. Ja, genau. Ich springe da gleich mal wieder rein, weil ich habe vorhin erzählt, es gibt Konzepte und die meisten Konzepte gehen auch, denn ich kann vielleicht eine Emotion erkennen. Und da hört es auch hauptsächlich auf. Jetzt kam mir die Frage, was kann ich denn eigentlich wirklich damit machen? Kann ich damit was machen? Kann ich eine Emotion wirklich in mir aufbauen, ganz gezielt aufbauen und sie wirklich steuern? Und das ist der Schlüssel zu allem. Das heißt, wir sind hier in einem Schritt, wo wir sagen, Erkennen von Emotionen, erster Schritt. Zweiter Schritt heißt Verstehen. Warum haben wir diese Emotion? Was bewirkt sie eigentlich? Wir werden auch noch später über Bedürfnisse reden, welche werden eigentlich dort nicht erfüllt. Und dann, was kann ich bei mir selbst tun? Und später dann, was bewirkt das, was ich bei mir selbst tue, bei meinem Gegenüber oder bei einer großen Gruppe? Und darum geht so dieser ganze Zauber dieses Themas. Das heißt, wir haben ganz viele Möglichkeiten in uns. Denn letztlich ist es so, dass Emotionen zwar vielleicht im wissenschaftlichen Radar noch gar nicht so stark untersucht worden sind, aber natürlich eigentlich das sind, was uns als Menschen ausmacht. Also kein Mensch könnte ohne Emotionen, und Emotionen steuern mehr oder weniger mein Leben. Also all diese Dinge, die ich tue oder eben nicht tue, für meine Gesundheit beispielsweise, die sind emotional gesteuert. Unsere Emotionen haben einen unglaublichen Einfluss auf jeden Aspekt unseres Lebens. Also auch darauf, welche Schullaufbahn beispielsweise ich einschlage, welchen Partner ich wähle, welchen Beruf ich wähle. Und sie sind deswegen aus unserer Sicht letztlich ein Bereich, an dem man, wenn es um Gesundheit geht, gar nicht vorbeikommt. Und als schönen Nebeneffekt hat man natürlich auch eine Verbesserung der Kommunikation, der Selbstführung und uns ist so dieses Beispiel da ganz wichtig, dass wir sagen, wenn ich meine eigene emotionale Sprache, also das, was mein Gehirn dort mit mir an Kommunikation veranstaltet, wenn ich die gar nicht verstehe oder vielleicht sogar ignoriere, dann ist es ein bisschen so, als wenn ich in einem Land wohne und ich weigere mich, dessen Sprache zu lernen. Das kann jeder sich vorstellen, das hat eine Menge Nachteile. Wir sind als in der westlichen Kultur lange Zeit so unterwegs gewesen, dass wir gesagt haben, nein, also Emotionen, das ist alt, das wollen wir nicht. Wir wollen die neuen Teile unseres Gehirns, wir wollen alle sehr rationale Wesen sein. Und wir merken langsam, dass wir damit an eine Grenze stoßen. Entweder mit unserer Zufriedenheit, also die Explosion der psychischen Krankheiten in den letzten 15, 20 Jahren, die zeigt das einerseits und natürlich auch als Menschheit insgesamt, weil wir geraten immer wieder in dieselben Spiralen, ob das jetzt Krieg ist oder andere Dinge, die wir tun, die sehr emotional gesteuert sind, die uns alle belasten und gefährden. Von den letzten anderthalb Jahren Covid-19-Lockdown ganz zu schweigen. Ja, ganz genau. Das macht natürlich auch sehr viel mit uns, ja. Also, wir haben einen riesengroßen Bogen. Womit fangen wir an? Wie steigen wir ein in das Thema? Also vielleicht tatsächlich mal, dass man mal so eine Idee bekommt, was sind denn Emotionen überhaupt? Also Emotionen sind etwas, was wir ja automatisch quasi mitbekommen. Also es gibt da verschiedene Theorien. Wir stützen uns ein bisschen auf die Forschungsarbeit von Paul Ekman. Die ist tatsächlich schon aus den späten 70er Jahren, der das so als Basisemotion, ein erstes Modell gestartet hat, 6 Basisemotionen in seiner Theorie. Und er ist damals um die Welt geflogen und hat nachgewiesen, dass die dazugeordneten Gesichtsausdrücke, also die Mimik, letztlich über alle Nationen gleich ist. Mit anderen Worten, das scheint etwas Angeborenes zu sein. Und wenn so etwas tief in uns angeboren ist, dann bedeutet das nichts anderes, dass es also quasi eine neurologische Repräsentation dafür geben muss. Und die steckt tief in unserem Gehirn drin. Und offensichtlich hat
diese neurologische Festverdrahtung Vorteile. Also das ist eine ganz klare Aussage in der Evolution, wenn alle Menschen das haben, wenn sich das evolutionär durchgesetzt hat, muss das Vorteile haben. Und so haben wir uns da Stück für Stück rangetastet. Und das sind die Ergebnisse, die wir dazu auch erzielt haben. Denn die These, die wir haben, ist, diese Basisemotionen, die einzelnen Emotionen, die haben alle einen Zweck. Ganz genau. Und vielleicht gehen wir da mal direkt rein. Das ist das Thema, eine Emotion kommt praktisch dann hoch, wenn ein Bedürfnis gestört ist. Das können wir uns ganz einfach vorstellen, wenn ich mich unsicher fühle, also ich gehe abends durch eine dunkle Gasse und auf einmal höre ich schnelle Schritte hinter mir. Ja, genau. So, welches Bedürfnis ist jetzt wohl gerade gestört? Es ist vollkommen klar, es kann nur das Bedürfnis von Sicherheit sein. Ich fühle mich gerade unsicher. Wenn das hochkommt, kommt vollautomatisch eine Emotion hoch und diese Emotion heißt Furcht. Und die wiederum hat... Sie löst ein richtiges Feuerwerk aus, denn was passiert, wenn wir Furcht haben, das kann sich jeder gut vorstellen, im dunklen Keller, wir hören ein Geräusch, wir versuchen erstmal mehr Informationen zu bekommen. Also unsere Informationskanäle gehen auf, wir reißen unsere Augen auf, wir spitzen unsere Ohren, wir wollen wissen, was ist hier los. Und in dem Moment erstarren wir, weil wir wissen ja noch nicht, was wir tun sollen. Also wir sammeln in der Furcht erstmal Informationen und genau dafür ist sie da, für einen kurzen Moment viele Emotionen zu sammeln. Wenn man jetzt in die heutige Zeit schaut, wir werden zugeschüttet mit Informationen von allen Seiten. Und wenn ich dann in dieser Furcht bin und möglicherweise drin bleibe, wenn ich dann nicht aufhören kann, im Internet zu suchen oder mir dann nach den Tagesthemen immer noch das Spezial zu Corona mit den neuesten Zahlen anschaue, dann bleibe ich in dieser Furcht und das ist wahnsinnig anstrengend und verhagelt mir möglicherweise meinen gesunden Nachtschlaf. Und diese Emotion der Furcht, solange sie oben bleibt, ist ein unheimlicher Energiefresser. Ich habe gerade wieder neulich jemanden kennengelernt, der auch in Corona-Zeiten ganz viel Ängste hat, ganz viel, wie soll das alles werden? Und dann, was macht er die ganze Zeit? Der ist auch irgendwie gesundheitlich angeschlagen. Und alles, was er macht, er spürt die ganze Zeit in seinen Körper rein, ob da nicht irgendwas jetzt vielleicht doch wehtun könnte oder ob nicht irgendwas schlechter werden kann. Der ist so erschöpft, weil er den ganzen Tag nur in dieser allerhöchsten Aufmerksamkeit ist, ob nicht irgendwas ist, was eventuell nicht gut ist. Und deswegen, wir kommen jetzt wieder in das Fehler, diese Fähigkeit zu lernen, diese Emotionen zu steuern und so wieder runterzuholen, ist für unser Gesundheitsthema natürlich riesig. Und es gibt so ein paar Emotionen, die da wirklich sehr, sehr stark reinschlagen. Absolut. Das ist eine von den stärksten schon mal hier. Absolut. Gerade in Deutschland, wir kennen ja dieses Phänomen, im Ausland sind wir bekannt für die German Angst. Das ist ja so ein bisschen unsere Lieblingsemotion in Deutschland. Die hat auf der positiven Seite diese enorme Aufmerksamkeit. Wir leben in einem unglaublich abgesicherten Staat mit ganz vielen Möglichkeiten, tollem Gesundheitssystem im Wesentlichen und also theoretisch sage ich mal, Versicherungen, wir sind alle wahnsinnig versichert, das ist alles total geklärt und das ist ein Ergebnis dieser deutschen Angst. Ja? Das ist der Vorteil der ganzen Sache, also für viel wird gesorgt. Umgekehrt ist es aber natürlich auch genau das, was den Deutschen, das deutsche Vita so ein bisschen verhagelt, weil wenn man immer in dieser Furcht ist, ist man in so einer Lähmung und man kommt dann letztlich nicht dazu, wirklich mal dann auch loszulassen. Und unsere These ist, dass wir nicht eine Emotion für unsere Gesundheit besonders brauchen, sondern wir brauchen das komplette Paket, wir brauchen alle Emotionen, um für die verschiedenen Situationen unseres Alltags mit der richtigen Emotion dann gerüstet zu sein. Und wenn wir sie dann benutzen, dann wird es auch einfach. Dann kann unser neurologisches System umschalten. Es kommt in eine Schwingung, in eine Anpassungsfähigkeit. Und das ist für uns Gesundheit. Genau. Und jetzt, ich nehme mal den Faden auf den Weg. Du hast eben gesprochen von Paul Ekman, der mit 6 Emotionen und später hat er noch eine 7. dazu genommen. Wir gehen auch von 7 Emotionen aus. Aber wovon geht denn der Normalmensch aus, der sich damit nicht beschäftigt hat? Ich sage immer gerne, wir haben alles Mögliche gelernt in unserer Schulzeit, sei es von Mathematik, Geografie, Prozesse, wie man Handy benutzt und so weiter. Aber wir haben nie über Emotionen gelernt. Und dann gibt es im Grunde fast nur 2 Zustände. Ich bin emotional oder ich bin nicht emotional. Und diese Differenzierung, diese Sprache, das auseinanderzuhalten, die kennen wir gar nicht. Paul Sinek ist ja ein sehr bekannter Mensch mit dem Golden Circle, was er alles gemacht hat. Der hat
vor einem halben Jahr ein Video gepostet, wir müssen emotionale Sprache lernen. Und genau das ist der Weg. Wenn ich lerne, die Emotionen zu benennen, die gerade hochkommt, und dann kommen wir auf etwas sehr, sehr Menschliches. Alles, was ich wirklich benennen kann, das kann ich kontrollieren. Wofür ich keinen Namen habe oder kein Bild oder keine Klarheit habe, das ist so, im Englischen ist es so Blur, das ist so wie so eine Wolke. Und das ist eins der großen Wege hier, dass man sagen kann, diese Emotionen wirklich benennen lernen und damit also erkennen und verstehen. Und du hast gerade von 7 Emotionen für Gesundheit und 7 Emotionen für all das, was wir tun. Und jede Emotion hat ihr eigenes Bedürfnissystem. Und wenn wir das dann immer her verstehen, warum kommt eine Emotion hoch, und dann kann ich es auch wirklich, dann kann ich was dagegen tun. Und das hat im Grunde diesen ganzen Prozess angestoßen, das entstehen zu lassen. Ich halte mal mein erstes Gerät hier in die Kamera. Das ist der Globe of Emotions. Man sieht hier, es gibt 7 Emotionen mit 7 Farben, und der Globe hat praktisch eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel. Man sieht hier also die dunkle Seite, ist die Südhalbkugel, die hellere, die Nordhalbkugel. Und man kann ihn also wunderbar weiterdrehen und wird feststellen, alle 7 Emotionen sind dort vertreten. Und was dieser Globe ist, ist ein Abbild unserer Emotionen, die wir als Menschen haben. Ich sage mal, die gute Nachricht, es sind nur 7. Wenn man mal bei Google guckt, emotionale Begriffe, sind wir bei locker 500. Aber aus diesen 7 entsteht alles. Das ist praktisch, die kombinieren sich so, dass wir jede Emotion daraus ableiten können. Und es sind vielleicht mal so 2 gleichzeitig, sogar mal 3 gleichzeitig, und das war es dann auch. Und mit diesem Globe habe ich praktisch, Franz sagt immer, wie die Grammatik unserer Emotionen oder eine Landkarte, wo man wirklich sehen kann, okay, ich habe gerade dieses Gefühl, das ist der Emotion zugeordnet, wo muss ich jetzt hin? Was ist mein Weg, um da rauszukommen? Das ist praktisch wie so eine Anleitung geworden, dass man lernen kann, was kann ich eigentlich mit meinen Emotionen konstruktiv tun? Und ich muss nochmal eine ganz wichtige Sache. Das funktioniert mit allen 7 Emotionen gleich, das Konzept? Ja, das ist mit allen gleich. Das ist wirklich die Arbeit, die Begriffe zu finden dafür, das waren 8 Jahre. So. Weil am Ende ging es darum, Wörter zu finden, die ganz rein der einen Emotion zugeordnet sind. Und dass es keine Mischungen gibt. Und das war also eine von den langen Arbeiten, wirklich dieses Thema Arbeit an den Wörtern. Und ein wichtiges Grundsystem, was wir unbedingt noch jetzt hier reinbringen müssen, und da wir weiter rangehen können, ist, wir sind zutiefst davon überzeugt, es gibt keine schlechten Emotionen. Und da sind wir natürlich auf einer Ecke, die interessant ist, denn viele Menschen müssen sagen, die Emotion, die gefällt mir nicht, ich bin wütend oder ich bin ärgerlich oder ich hasse das, oder da kommen ganz viele Geschichten. Jede Emotion zeigt uns, unserem Körper, unserem Geist, was da gerade los ist. Und das ist tatsächlich ganz entscheidend, dass da ist ein großes Missverständnis in unserer Kultur. Also das fing damit an, dass wir also diese Körper-Seele-Trennung hatten und den Eindruck, also wir müssten uns von unseren Gefühlen distanzieren. Und das Zweite ist, dass wir die auch aus der Erziehung so zum Teil rausnehmen. Also wenn man sich das mal anschaut, also die Grimmschen Märchen, die sind ja viel zu brutal, die darf man den Kindern ja gar nicht erzählen. Die könnten ja schlechtes Gefühl dabei kriegen. Oder wenn ein Kind mal weint, ja, dann wird sofort getröstet, abgelenkt und so weiter und so fort. Das heißt, wir verlieren eigentlich den kompetenten Zugang zu unseren Gefühlen. Und in anderen Kulturen ist das noch ein bisschen besser vielleicht. Da gibt es eine Trauerkultur, auch die haben wir so ein bisschen rausgenommen. Also trauern wollen wir ja nicht so wirklich, das ist ja auch kein schönes Gefühl, denken viele. Und wir brauchen uns damit Mechanismen, denn in dem Moment, wenn ich das Bedürfnis habe zu trauern, das ist zum Beispiel die Emotion des Loslassens, die ich dringend brauche, um wieder Kapazitäten zu haben, dann habe ich das alles noch, dann trage ich es mit mir rum. Und das macht die Situation nicht besser. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, gerade wenn es um den Bereich Gesundheit geht, vielleicht wenn ich
sogar schon irgendeine Erkrankung habe und damit irgendwie umzugehen lernen möchte, dann gehört die Trauer da ganz maßgeblich mit rein. Und die wird immer so gerne umschifft, so nach dem Motto, nee, wir finden da was und wir machen das wieder dann sind wir in so einem Bereich, wo ich diese Ressourcen, die ich habe, nämlich wirklich zu sagen, okay, das lasse ich los und jetzt fange ich neu an, die nutze ich dann gar nicht. Okay. Also ich kann mich daran erinnern, in der Jugendzeit, da war der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, der war einfach gängig. Ne? Das als Junge sowieso nicht. Ne? Ja. Und was die Trauer angeht, da sitzt es dann wahrscheinlich so, und das ist wirklich dann wohl ein kulturelles Phänomen, dass manch einer da mit einem Rucksack rumläuft, der voll Trauer ist, die er nicht abgearbeitet hat. Und jeder weiß, ein Rucksack, der sonst Zentner schwer ist, der tut eigentlich gut. Aber emotional trägt man ihn offensichtlich, ne, und wundert sich dann. Also es ist eine der Verwechslungen, die wir ganz häufig erleben, dass Menschen sagen, ich bin seit Jahren traurig. Und wenn man mal wirklich hinschaut, dann sind sie nicht in der Trauer, sondern meistens in der Furcht vor der Trauer, weil sie diesen Prozess nicht machen wollen. Du hast da ein tolles Beispiel. Ne? Ja, genau. Ich hatte eine Tante, die hat 10 Jahre zuvor ihren Mann verloren und hat gesagt, sie war die ganze Zeit in Trauer, und sobald man irgendein Thema ansprach, bam, ging sie sofort hoch und der Abend war gelaufen. Irgendwann habe ich mal gefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt nach 10 Jahren? Und bam, es war sofort zu und alles war weg. Und in der Entwicklung von Globe of Emotions, ich muss es einfach mal zeigen, ist die Trauer, die hier da vorne zu sehen ist, war der schwierigste Teil der Entwicklung, die zu greifen. Denn genau aus diesen Beispielen, die da waren, wo wir sagen, das ist Trauer, ist irgendwie komisch, weil die ist nicht konstruktiv. Die bringt uns ja nicht irgendwo hin, wenn ich sage, ich trauere und komme da aus dem Loch nicht raus. Und dann habe ich es verstanden irgendwann. Und es gibt der Globe of Emotions ist bewusst ein Globus und keine Liste. Das heißt, es geht immer darum, welche Emotionen liegen an der anderen Seite. Das heißt, ich habe in der Mitte eine Emotion und ich habe Partneremotionen. Und die Partneremotionen verhindern, dass die andere Emotion stark wird und sich wieder erholt. In diesem Fall, wir sehen hier, das ist eine Emotion, ich halte sie mal ein bisschen in die Kamera, da steht Ekel. So. Ekel ist ja eine Emotion, wo wir sagen, boah, wollen wir das eigentlich haben? Ekel ist unsere Gesundheitsemotion, würde ich sagen, ja. Was ganz schnell nachvollziehbar ist. Ich sage immer so, ich habe mich gefreut heute Abend, wenn ich heute Abend nach Hause komme, ich habe noch so einen tollen Käse gehabt und so, dann komme ich nach Hause, öffne die Tür und was passiert? Ich sehe, der hat die Farben unschön verändert. So, da ist Das heißt, der Ekel ist die Emotion der Abwendung. Er schützt uns davor, etwas zu tun. Der geistige Ekel ist genauso eine Abwendung. Und jetzt ist hier Folgendes passiert. Diese Tante hat sich abgewendet von der Situation und hat nicht hingeguckt. Sie hat es nicht geschafft, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Denn das wäre Trauer. Trauer, ich gucke hin und lasse es hinter mir. Aber sie hat es immer vermieden. Vermeidung. Und der Ekel ist eine Emotion, wo ich sage, oh nee, da kann ich gar nicht hingucken. Ja. Und wenn ich das dauerhaft tue, werde ich krank. Das sind echte Krankheitsprozesse, deswegen ich ziehe das alles nach innen und wenn ich nicht hingucke, sondern die ganze Zeit im Widerstand bin und mich dagegen aber nicht wirklich wehre, das kennen wir einfach auch aus dem Business-Kontext, wir laden immer mehr Aufgaben auf und dann kommt, einer muss es ja machen. Dann mache ich es halt, das ist so Pflichtgefühl, ne, was dann da so hochkommt. Und das lädt uns so viel auf, ohne uns zu befreien. Und diese Emotionsverwechslung an der Stelle ist die meisten Menschen, die lange in Trauer aussehen, sind eigentlich im Ekel. Im Ekel zur Situation, im Widerstand, das gefällt mir nicht, das finde ich unfair, und sind aber da machen es dadurch unkonstruktiv, weil sie nicht den Weg daraus integrieren können in ihr Leben. Und das kennen wir, ne? Dann sagen wir, wenn wir sagen, das Sachen will, wir sagen mit Dankbarkeit, sagen wir, alles klar, das ist okay. Es ist jetzt so,
wir hatten eine super schöne Zeit, aber jetzt ist es so. Und wenn ich das akzeptieren kann, dann kann ich diesen Weg nach vorne gehen. Die Trauer hat also eine Emotion, eine Bewegung, die nach vorne geht. Der Ekel hat eine Bewegung, die zur Seite geht. So hat jede Emotion ihre eigene Bewegung. Und diese Emotionen erzeugen in uns körperlich ein ganzes Feuerwerk. Also es ist nachgewiesen, dass wenn man Probanden Bilder zeigt, zum Beispiel von verfaulten Tomaten mit ein bisschen Schimmel drauf, dass sofort das Immunsystem anspringt. Das kann man also Stunden danach noch tatsächlich nachweisen, dass dort Prozesse angestartet werden, die unser Immunsystem auf Trab bringen. Ist ja auch gut letztlich, also wenn ich so eine Tomate habe und ich wende mich ab und es ist mir vielleicht nicht ganz gelungen, oder wenn man mal an Fäkalien denkt, man hat da versehentlich im wahrsten Sinne des Wortes in die Toilette gegriffen, da sind Keime dabei, unser Immunsystem bereitet sich schon mal vor und startet die Abwehr. Beobachtung bei mir aus der Praxis, mein Eindruck ist, dass Menschen, die in diesem Ekelgefühl feststecken, auch überdurchschnittlich häufig mit Autoimmunerkrankungen dann halt in ihrem Leben zu tun haben. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe da gerade einen Artikel nochmal dazu verfasst, weil spannend ist, dass wir den Ekel vor allen Dingen hier im Hals spüren. Also jeder kann das vorstellen. Also dieses, wir rumpfen unsere Nase und überhaupt diesen Kloß, im Hals. Und da sitzt ja auch unsere Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist eigentlich das Organ, was am häufigsten von Autoimmunerkrankungen mit betroffen wird. Und ich sehe da einen möglichen Zusammenhang. Und vielleicht ist die Schilddrüse tatsächlich eine ganz wesentliche emotiosomatische Umschaltstelle. Aber da wird die Forschung, von der wir hoffen, dass wir sie anstoßen, natürlich dann vielleicht einiges mehr zeigen können. Ja, das waren einige sehr interessante Details. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Anfang der Frage. Wie starten wir denn oder wie startet ihr denn, wenn ihr sagt, also wir haben hier was Tolles, interessiert dich das? Und sagt, ja, her damit. Was kriegt er dann auf den Tisch gelegt? Also das Erste ist ja schon mal, wenn jemand sich dafür interessiert, ist das ja schon mal eine ganz wesentliche Emotion, die Neugier. Und alle, die jetzt hier gerade noch beim Video dabei sind, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine wunderbare Emotion, die unsererseits also auch ganz viel mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Denn wenn ich neugierig bin, wenn ich mich informieren möchte, wenn ich wissen möchte, was kann ich denn wirklich tun für mich, dann bin ich schon mal tatsächlich sehr gut unterwegs. Womit wir anfangen, ist meistens ein Bild. Mein Kollege Heiner Kreuzburg, mit dem ich Seminare vor allen Dingen für Ärzte mache, der hat das mal wunderbar so ausgedrückt, der hat gesagt, also unser Gehirn besteht halt aus automatischen Prozessen. Das ist so der Elefant, den man sich vorstellen kann, der natürlich in Wirklichkeit viel größer ist. Und diese automatischen Prozesse, die laufen vorbewusst ab und die Sprache ist quasi das Emotionale. Und dann gibt es so ein ganz, ganz kleines Tier obendrauf. Wir nennen das die Ratiomeise, stellen sich das im selben Maßstab vor, also so ein Vögelchen, was da auf dem Elefantenkopf sitzt. Und das ist der rationale Teil. Also übersetzt auf unser Gehirn, die ganz großen automatischen Prozesse, die hier ablaufen, die sind uns gar nicht bewusst. Und wahrscheinlich ist das, was wir von denen mitbekommen, das Gefühl, die Emotion, die dann das Gefühl in uns erzeugt, das ist sozusagen so ein Nachhall, den wir wahrnehmen von dem, was da abgelaufen ist. Also die Emotionen sind immer da. Also wir können keine Situation unemotional haben. Das ist so ein bisschen wie bei Paul Watzlawick. Also es ist so, dass ich nicht kommunizieren kann und genauso kann ich auch nicht empfinden. Ja, also ich brauche irgendeine Emotion. Auf irgendwas muss ich mich einigen. Und der Pokerspieler, der Pokerface hat, der hat dahinter ganz viele Emotionen. Und diese Kombination, dass die Emotionen der entscheidende Teil sind und eben nicht unsere Ratio, also dass dieser Emotio-Fund im Gegensatz zur Ratio-Meise meine Entscheidung trifft, das ist der erste Teil, den man an sich ranlassen muss. Und ja, das kann im ersten Moment so etwas das eigene Selbstbild und das Bild, das wir von uns Menschen haben, ins Wanken bringen als rationale Wesen. Aber wenn ich das erstmal verstanden habe, dass ich beide Kompetenzen habe und das Verhältnis meiner emotionalen Kompetenzen sogar noch viel größer ist als das meiner rationalen Fähigkeiten, dann wird es interessant, weil dann kann ich ja dieses Kraftpaket für mich und für meine Gesundheit nutzen. Und ich ergänze jetzt an der Stelle mal, wenn ich diese Neugier wirklich jetzt in mir habe, ich möchte wirklich ganz konkret jetzt damit anfangen, dann gibt es natürlich Möglichkeiten. Wir haben, Franz und ich haben jetzt einen Videokurs auf die Beine gestellt, gesunde Emotionen, 3,5 Stunden, da kriegt man mal so geballt
wirklich alles, das ganz viel Wissen über das Thema Gesundheit und Emotionen. Und das Zweite, was jetzt gerade entstanden ist, ist ein Verfahren. Denn wenn ich mit Emotionen irgendwo anfangen will, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich mit meinen Emotionen? Wie gut kann ich die eigentlich benutzen? Und es gibt also ein neues Verfahren, das heißt Ecotex. Das kann man tatsächlich online machen, bekommt einen Bericht, sagt, wo stehe ich da? Und dann kann man von dort ausgehen, wirklich sagen, und jetzt gehe ich los. Und am Ende das ganze Thema Emotionen und Emotionen zu trainieren für sich selbst, geht natürlich auch dann bei uns im Seminarbereich. Und wir bieten einfach solche Dinge an, Vorträge, Seminare, um damit weiterzukommen. Und das ist halt dann am Ende eine Entscheidung, wo ich sage, ich will mich mit dem Thema, was uns wirklich zu 99,9% beherrscht eigentlich, weil die Emotionen sind so und wirklich alles, das klare Denken ist nur ein kleiner Teil davon, ja. Dann muss ich diese Entscheidung, oder kann ich sie treffen, sagen, okay, was sind Schritte? Das sind die leichten Einstiegsschritte, Videokurs, Ecotex, und dann ausprobieren, üben und dann einfach auch in Kontakt gehen mit Menschen und das gemeinsam vielleicht auch tun. Also bietet ihr sozusagen einen Führerschein der Emotionen an? Ja, genau. So könnte man es nennen. Und die gute Nachricht dabei ist immer, wir haben sie alle. Also sie sind uns mitgegeben. Wir haben sie möglicherweise in den letzten 10, 20, 30 Jahren in unserem Leben ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Aber wir können die schnell wieder abrufen. Und mit Hilfe dieses EQ-Tex, den Christoph gerade erwähnt hat, sehe ich relativ schnell, was ist meine Lieblingsemotion? Ja, das kann mir mein Umfeld in der Regel auch sagen, aber so sehe ich es dann mal wirklich schwarz auf weiß. Und wenn man das Umfeld fragt, dann sagen die, ja genau, du bist eher so jemand, der immer gerne in die Furcht geht oder gerne in die Trauer oder gerne in den Zorn. Das weiß unser Umfeld häufig besser als wir. Und wenn ich dann weiß, da bin ich wirklich gut, dann brauche ich das vielleicht gar nicht so stark weiter fördern. Vielleicht nehme ich das sogar ein Stück zurück und schaue mal, welche Emotion ist denn für die Ergebnisse, die ich mir wünsche, besser geeignet. Und dann sehe ich dort möglicherweise, oh, ich bin in einer anderen Emotion nicht so stark. Und dann kann ich die gezielt trainieren. Das ist also wie ein gezieltes Training. Man lernt alle Emotionen kennen und dann sagt man so, und hier möchte ich besser werden. Mhm. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja Menschen, die sagen, gerade im Führungsbereich, ich bin nicht so emotional. Und in Wirklichkeit ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Emotion, die dort haben. Das ist nämlich letztlich das Thema Verachtung. Also die können die Emotion der Verachtung sehr gut. Die können also auch ihre Emotionen verachten, in Anführungsstrichen. Die stellen sich dahin und sagen, Nase ein Stück hoch, das ist so eine typische Haltung davon, nein, ich bin gar nicht so emotional. Und das ist so eine Haltung, wenn man sich das anschaut, die Nase ist ein bisschen höher, also man behält so ein bisschen den Überblick. Ja? Also die Ratio-Meise ist da sehr aktiv, ich kann also so mir das alles mal anschauen. Und das ist eine sehr wichtige Emotion, die aber, wenn man jetzt den Namen mal hört, in unserem Kulturkreis eher so mit Vorsicht genossen wird. Ja, also man soll bloß jetzt nicht so hochnäsig sein. Mhm. Und deswegen wird das häufig so abtrainiert oder wir machen schlechte Erfahrungen, wir kriegen von unseren Eltern gesagt, sei nicht so hochnäsig. Und wenn ich die Emotion dann nicht nutze und nicht trainiere, dann fehlt mir meine Möglichkeit, den Überblick zu bekommen. Und wenn ich dann also nicht weiß, was ich wirklich will, dann habe ich nur die Chance, wenigstens noch zu sagen, was ich nicht will. Und dann sind wir wieder beim Ekel, das ist nämlich die Emotion, die dann quasi, wenn es dann zu spät ist, wenn ich dann was serviert kriege, was ich nicht möchte, das kann ich dann zurückweisen. Aber das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Also wenn ich, das erlebe ich ganz, ganz häufig in der heutigen Zeit, gerade in Gesprächen mit Patienten, höre, was sie alles krank macht, was alles das Problem ist, dann ist das natürlich ein Blick auf die Sache, der wichtig ist, wo man auch mal sortieren kann, wo man mal wirklich schauen kann, ja, das stimmt, da sollte man was tun. Aber noch wichtiger ist es, die Klarheit zu gewinnen, wo soll denn die Reise hingehen, was tut mir denn auch wirklich gut? Und das ist so das Problem in der Medizin heutzutage, das ist sehr defizitär gedacht, immer das Problem finden, aber die Ressourcen, die spielen selten eine Rolle. Deswegen ist es ja auch so gut, dass es die menschliche Medizin gibt, weil die jetzt die Ressourcen anschaut. Und das kann ich emotional auch leichter hinbekommen, wenn ich mich in eine Situation begebe, wo ich sage, ja, ich möchte mal die Ressourcen mir auch anschauen. Und da spielt neben der Neugier dann auch irgendwann die Klarheit eine wichtige Rolle. Frage, wenn ich mich also jetzt für dieses Emotionspaket interessiere,
Wie viele Jahre brauche ich denn, um damit umzugehen? Also das Seminar, was wir über Inkuting anbieten, das, im Grunde sind es zwei Seminare und zweimal drei Tage. Okay. Jetzt mit zweimal drei Tagen bin ich auf einem, die ersten drei Tage wirklich Emotionen erkennen und verstehen und das alles, was dahinter ist. Und Teil 2 heißt, wie lerne ich sie wirklich zu aktivieren und im täglichen Miteinander einzusetzen und ja, wirklich ganz bewusst diese Kraft, diese Energie wirklich da einzusetzen. Und das heißt am Ende, Abstand davon, ich würde immer sagen, guter Abstand davon sind dann vielleicht so 4 Monate. Das heißt also ein halbes Jahr und wir haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Ne? Und das hat natürlich Konsequenzen für die Umgebung. Ne? Also unsere Rückmeldung ist, wir machen das natürlich viel mit Führungskräften auch. Wenn man das mal jetzt mal in Relation setzt, nehmen wir mal an, man macht 2 Wochenenden Business-Chinesisch. Ja? Da wird man nicht weit mitkommen. Da hat man vielleicht mal so ein paar Grundlagen gelernt. Und dadurch, dass wir diese Emotionen hier eingebaut haben, kann man an diesen 2 mal 3 Tagen wirklich enorm weit kommen. Und wir freuen uns immer, wenn wir die Neugier und dann die Erkenntnis in den Augen unserer Teilnehmer sehen, wo sie sagen, ach, deswegen habe ich immer wieder dieses Ergebnis. Und plötzlich werden dann Dinge klar. Und Menschen, die professionell mit Kommunikation zu tun haben, das sind ja auch viele, die auch bei uns sind, ob das jetzt im Recruiting ist oder auch andere Therapeuten, die merken plötzlich, wie leicht es wird, im gegenseitigen Gespräch auch zu verstehen, wo der andere gerade steht. Das ist ja das, was am häufigsten schief geht, auch beispielsweise in der Arzt-Patienten-Kommunikation, dass der Patient rausgeht und sagt, der hat mich gar nicht verstanden. Ich habe zwar alles erzählt, aber ich habe den Eindruck, der hat mich gar nicht verstanden. Und ja, das ist manchmal tatsächlich sogar so. Und das kann man auf der emotionalen Ebene ganz anders gestalten, wenn der Therapeut wirklich über das emotionale Setting die Informationen leichter aufnehmen kann und auch wieder zurückspiegeln kann, dass das Verständnis jetzt angekommen ist. Und das verbessert also einmal die Ergebnisse enorm, weil man schneller auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Also wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, 2 Wochenenden, dann habt ihr das Minimax-Prinzip. Wenn mit 3 Wochenenden so massiv in die eigenen Fähigkeiten zu kommen, ist ja schon enorm. Ja, das ist wirklich wahr. Vor allem als in der Entwicklung dieses Globe of Emotions hier gab es einen Moment, der hat mich am Ende, ich sag mal, total geflasht, würde man neudeutsch sagen. Und zwar irgendwann ist der Gedanke entstanden, dass auch Emotionen wie alles andere im Leben Gesetzen folgen. Und das war wirklich, das war der Killer am Ende, wo ich sage, wow, wenn das wirklich so ist, dass wir sogar Emotionen nachvollziehen können, was bedeutet das eigentlich für unsere ganze Kommunikation miteinander und mit unseren eigenen Kräften? Und dann habe ich da mit meinem Team zusammen daran geforscht und am Ende sind 7 emotionale Gesetze entstanden, die so am Ende so stark sind. Und wenn ich die einmal verstanden habe, Kurs 1, ne, erkennen, verstehen, so, und Teil 2 anwenden und dann üben. Und ich sage es ganz offen, also das Thema heißt, wie werde ich emotional souverän? Das ist das Ziel. Souveränität, ich gehe vielleicht auf die Bühne irgendwo, erzähle was oder vor Menschen, in der Familie, wo ich sage, mich haut hier nichts um. Da kann kommen, was will. Das ist wie so ein Boxer. So, boom, ich kann das sofort verwandeln. So, ich sage, okay, alles ist wunderbar. Hat was von Shaolin manchmal, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Also das braucht natürlich länger als die 2 Wochenenden. Denn die Entscheidung, die ich hier treffen muss, heißt, ich lerne es, ich kriege auch total Anleitungen, wie, und dann muss ich es tun. Und diese Willenskraft ist wieder eine Emotion. Wie baue ich diese Willenskraft auf, das wirklich auszuprobieren und diesen Spaß, das auch wirklich zu tun? Und der Spaß kommt natürlich immer wieder aus dieser wunderschönen Emotion des Erstaunens, wo ich sage, da ist Wachstum. Wer das wirklich kann, der fängt an, groß zu werden. Und es gibt diesen schönen Satz, wer hat den Erwachsenen das Warum geklaut? Ne, das wie im Anfang, ne? Die Kinder sind alle so emotional, die können sich
über Dinge begeistern und wir haben das wirklich verlernt. Viele Erwachsene haben das verlernt. Und mit dieser Emotion, wenn ich lerne, die wieder zu aktivieren, geht unfassbar viel. Und das ist so der Weg, deswegen 2 Wochenenden und der Wille, es zu tun. Ja, also das ist der Spruch vom alten Goethe, der schon gesagt hat, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch wollen. Man muss auch tun. Ja. Genau. Aber um tun zu können, braucht man wieder Werkzeuge. Und die habt ihr offensichtlich ja entwickelt. Und dann sage ich euch ganz herzlichen Dank und bin also wirklich froh und stolz, dass wir mal wieder etwas haben, was wir unserer Community anbieten können, was noch kein anderer hatte. Wir sagen können, Leute, hier könnt ihr einsteigen, hier könnt ihr mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum Erfolg erzielen. Alles, was wir im Detail brauchen, steht unten unter dem Video drunter. Ihr könnt aber noch mal kurz selber sagen, wie man hinkommt. Webseite gibt es sowieso wahrscheinlich. Klar, genau. Also die Hauptwebseite ist www.ecooting.com. Und das vielleicht einmal, um es nochmal zu erklären, EQ steht für die emotionale Qualität. Und das Ting ist das chinesische Zeichen für Zuhören. Und die alten Chinesen waren so weise, die haben, wenn man das Zeichen sich mal genauer anguckt, sieht man wirklich, was es bedeutet, zuzuhören. Und das ist mit tiefster Aufmerksamkeit und 10-fachem Schauen und dem Herzen ganz beim anderen zu sein. Und wer das gelernt hat, der macht den Unterschied. Das ist einfach der Hammer. Deswegen ecooting.com und das Tool, was ich vorhin gesagt habe, ecootext.com, finde ich aber auch auf der Seite. Und wir freuen uns natürlich einfach auch für alle, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht den Videokurs angucken und anfangen, Emotionen jetzt richtig zu leben. Genau, unter gesundeemotionen.de haben wir da auch nochmal so eine Möglichkeit, sich da in ein Newsletter-System eintragen zu lassen, dass man da regelmäßig Informationen bekommt. Wir machen dazu auch Webinare, um da mal weiter reinzugucken. Die häufigste Rückmeldung, die wir bekommen, ist, dass es viel einfacher ist, als sich das viele vorgestellt haben. Dass es also tatsächlich möglich ist, in diese gefühlte emotionale Wolke an Unklarheit eine große Klarheit reinzubringen und damit eine große Wirkung. Und außer auf den Bereich Gesundheit hat das natürlich in allen Bereichen positiven Aspekt, aufs Familienleben, aufs Sozialleben, auf die Kommunikation, auf den Beruf. Insofern ist das ein ganz grundlegendes Tool, was sich letztlich überall bewährt hat. Super, dann nochmal ganz herzlichen Dank nach Hamburg und viel Erfolg beim Umsetzen. Vielen Dank, jo, tschüss. Ciao.